Die Kundenbindung steigern und verbessern. Kundenbindung ist ein ganz wichtiges Thema, denn es ist viel einfacher, einem Kunden ein weiteres Produkt zu empfehlen und zu verkaufen, als einen Neukunden zu gewinnen. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und in diesem Video bekommst du von mir 3 Tipps, wie du die Kundenbindung steigern und verbessern kannst. Bitte gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn dir diese Infos und Inhalte gefallen. Tipp Nummer 1, E-Mail-Marketing. Tipp Nummer 2, Kundenmanagement-Lösung. Tipp Nummer 3, Ticketsystem und Support. Das Ganze sehen wir uns jetzt genauer an. Wir starten mit dem Thema E-Mail-Marketing. Meine Empfehlung ist der E-Mail-Marketing-Dienstleister ClickTip. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos. ClickTip ist eine moderne E-Mail-Marketing-Lösung, mit denen du deine Interessenten automatisiert anschreiben kannst. Das heißt, du kannst die Kundengewinnung über deine Website, die Interessentengewinnung über deine Website automatisieren und das ist ja das Thema, um das es hier und heute geht, du kannst Kunden automatisiert anschreiben. Und hier geht es nicht darum, deine Kunden mit Werbung zu überfrachten, sondern es geht darum, Kundenpflege und Kundenbindung zu betreiben. Nach einem Produktkauf kannst du deinen Kunden durch eine automatisierte Nachricht noch einmal beglückwünschen, ihm ein paar Tipps und Tricks zu diesem Produkt geben, eine Information zu deiner Dienstleistung. Und über E-Mail-Marketing kannst du einen Funnel erstellen, einmal, und diesen automatisiert dann an die Kunden verschicken lassen. Das bedeutet, einmal eingerichtet, funktioniert das auf Autopilot. Erster großer Vorteil. Und der zweite große Vorteil, du kannst in deiner E-Mail-Serie, in diesem Funnel, hochwertige Tipps und Tricks mit deinen Kunden teilen. Also nicht nur Werbung verschicken, sondern hochwertige Tipps und Tricks. Das erhöht das Vertrauen und damit kannst du die Kundenbindung steigern und verbessern. Also Tipp Nummer 1, E-Mail-Marketing. Sieh dir dazu den Link unterhalb des Videos einmal an. Kundenmanagement-Lösung. Gerade im Online-Marketing-Segment hat man viele einzelne Insellösungen und der Überblick geht dabei komplett flöten. Meine Empfehlung ist die Software OneCockpit. Dadurch bekommst du einen 360-Grad Kundenüberblick. Kundennotizen kannst du hinterlegen, Kundenerinnerungen. Du siehst den Kundenwert. Hast ein CRM-Feature, kannst deine Leads verwalten. Das heißt, du hast alles zentral an einer Stelle. Und damit kannst du auch die Kundenbindung steigern. Denn wenn ein Kunde auf dich zukommt, etwas von dir möchte, dann hast du alle Kundendaten an einer Stelle. Du hast die Kundenhistorie, du hast vielleicht Notizen einmal hinterlegt und weißt, was du mit dem Kunden in der Vergangenheit schon besprochen hast. Und bist nicht im Blindflug unterwegs. Das heißt, du kannst auf Gespräche aus der Vergangenheit, auf Notizen aus der Vergangenheit Bezug nehmen und das schätzen deine Kunden. Also Tipp Nummer 2, Kundenmanagement-Lösung OneCockpit. Auch hier findest du den Link unterhalb dieses Videos. Punkt Nummer 3, nutze ein Ticketsystem für professionellen Support. Outlook, ein Gruppenpostfach oder auch Gmail ist nicht für den E-Mail-Support geeignet, denn das ist absoluter Blindflug. Dabei hast du ja keine Ahnung, um welchen Kunden es sich handelt, welchen Kundenwert er hat und so weiter. Meine Empfehlung Nummer 1 ist OneCockpit. Diese Kundenmanagement-Lösung beinhaltet auch ein Ticketsystem. Die Alternative dazu ist HelpScout. Das ist ein Ticketsystem aus dem amerikanischen Raum mit sehr vielen Möglichkeiten. Ich fasse nochmal zusammen. 3 Punkte, die Kundenbindung steigern und verbessern. Thema 1, E-Mail-Marketing. Hier meine Empfehlung, ClickTip. Eine Kundenmanagement-Lösung, klare Empfehlung, OneCockpit. Und nutze ein Ticketsystem für den Support. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Gib diesem Video einen Daumen nach oben. Klicke auf den Abonnieren-Button. Aktiviere die Glocke, dann wirst du bei neuen Videos immer informiert. Und gib dem Video einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank dafür.